Alter, was geht ab, Leute? Wir testen heute mal wieder Biang Biang Noodles. Warum? Weil die Klicks bringen. Und es mich immer noch langweilt, dass dieser eine Laden, Mama Bao, immer noch so krass gehypt wird. Wir haben den abgecheckt. Der ist solide, der ist okay, aber der wird so krass gehypt. Unverdient. Schauen wir mal, ob der besser ist. Levi oder Levi. Kuss geht raus an Attack on Titan. Es wurde angekündigt, November, letzter Teil der letzten Staffel. Mit Special Guest. Was sagt der erste Eindruck so vom Laden? Ganz schön. Schön? Gemütlich, finde ich. Also hier übrigens nicht offene Küche. Bei den meisten anderen Biang Biang Läden ist das so eine Art Attraktion. Da kannst du sehen, wie die frisch gemacht werden und in die Länge gezogen werden und dann ein bisschen Show. Aber hier sieht man nichts. Betriebsgeheimnis. Das war Homemade Lemonade, Leute. Schwach, mein Gott. Das ist wie eine Light-Version, außer ich muss noch irgendwie umrühren. Aber schmeckt wie Light-Version, mein Gott. Noch mehr. So. Ich wusste dann, haben das dann Leute mit mir meinen Akku überlegt. Ich hatte dann Gott sei Dank nicht mehr gewinnen und nicht mehr den AWS. Dann habe ich noch eine halbe Stunde gebraucht, weil hier eine Gruppe hat, Aber das siehst du auch schon. Ja, siehst du auch schon. Also nicht so al dente? Nee. Wenn man noch weiche Nudeln oder durchgekochte steht, dann... Also auf jeden Fall schlechter als Mama Bao. Von der Bissfestigkeit ja, aber hier kriegst du mehr vom Geschmack mit. Also ah, okay. Das ist halt schon... Ist er auf jeden Fall zu weit? Ich mag dieses Orange-Flavor-Ding. Ja, ist okay. Ist jetzt keine Katastrophe, aber könnte besser sein. Aber auf jeden Fall sehr wenig Chicken. Ich würde sagen, Chicken kann man eigentlich verdoppeln, Mann. Was ist das? Was sagt die Vietnam-Expertin? Nein, gut. Weil es ist halt kein Eintopf, es wird als Eintopf verkauft. Ja, nee, als Curry. Als Curry statt Curry, da glaube ich, ja. Curry? Ich dachte, da hat es ein Eintopf. Ist auf jeden Fall egal. Aber wir dachten an Eintopf, ja. Wir dachten, das ist halt Suppe. Das ist Suppe, ja. Probier. Ja, aber ist die Suppe gut oder nicht gut? Vom Geschmack her ist es auch. Erstmal die Brühe abchecken, Leute. Schmeckt so, wie sie schmecken soll. Fleisch muss zart im Mund zergehen. Tut das nicht. Ja, ist okay. Für die Studenten hier ist schon okay, aber es ist jetzt kein Top-Spot. Ihr könnt ja auch keine Schlange erwarten bei der Qualität. Viel Luft nach oben. Was sagst du zu der Menge vom Hähnchen, Chicken? Waren sehr sparsam. Ja.
inflationiert. Und der Laden ist noch voller geworden heute. Also mittlerweile ist auch innen fast alles voll. Aber ja, die Lage ist okay. Also die Lage ist gut, das Essen ist okay. Studenten haben hier ihre Zunge hier eh noch nicht entfaltet. Die essen eh alles. Hast du Bock auf Nachspeise? So Leute, Nachspeise folgt euch mal. So. Spezialsorte für irgendwas Wurm. Man sieht auch hier ist fett den Wurm. Alles kein Problem. Wir haben schon mal Würmer gegessen. Wir haben mal so ein Paket bekommen mit verschiedenen Insekten. Vielleicht mache ich daraus ein Reel, aber ich weiß nicht, ob es jetzt so faszinierend ist, ein paar Insekten zu testen. Also rückblickend würde ich sagen, ich muss mit Mama Bau ein bisschen weniger dissen und dem mehr Credits geben. Im Vergleich fand ich jetzt Mama Bau schon um einiges besser. Yo, das war's von mir. Tao und den Biang Biang Nudeln, dessen Hype ich niemals verstehen werde. Da ich nicht glaube, dass diese Folge 8 Minuten erreichen wird, gibt es hier noch eine Filler-Episode. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscribe, kommentieren, checkt die Videos und folgt mir gerne auf Instagram. Bis zum Bitcoin, Deep in Crow, Crypto Cash Show, gegangen. Jeden Tag checken Sie das Business und ciao. Tschüss, Leute. Das ist mein Mann. Oh, stark. Ein passender Drink für Ex-Kryptomillionäre. Prime Moon. Ich weiß gar nicht, ob es legit ist. Ich warte heute noch auf den 1000 Bars Kollege Diss von San Diego. Danke. Passt natürlich. Oh, okay. Boah, aber riecht echt geil. Boah, ja. Hoffentlich, wenn wir den trinken, dann wieder zurück. Back to the Moon. Ja, back to the Moon. To the Meta Moon, sogar, ja, ne? Okay. Ist geil. Doch, sehr geil. Kann man machen. Ich bin auch skeptisch. Was skeptisch ist er? Also, kann man schon gut trinken. Doch, kann man machen. Ist süßer als erwartet. Ich kann es gar nicht zuordnen. Boah, aber eine ganze Flasche ist schon viel. Von ist schon viel, ist schon. Ja. Also ich muss sagen, das ist der süßeste bisher. Okay. Auf jeden Fall. Okay, das ist schon mal gut zu hören. Man könnte fast meinen, da ist schon Alkohol mit drin. Irgendwie so süß, wie sie das gemacht haben. Ja. Ist gut. Aber ich würde das nicht regelmäßig trinken. Den würde ich, glaube ich, auch nicht regelmäßig trinken.